Ja, hallo und herzlich willkommen bei GeoLeben TV. Schön, dass du heute hier wieder mit dabei bist bei diesem neuen Video. Ja, ein Kommentar eines ganz lieben Sehers hat mich bei meinem Video, wo es um Bauchfett, wo es um das Sixpack gegangen ist, darauf aufmerksam gemacht, dass er Chrom genommen hat und gemerkt hat, dass plötzlich das Bauchfett geschmolzen ist. Ja, meine Lieben, das ist natürlich eine super Sache, wenn man immer wieder darauf hingewiesen wird, dass es diese Idee gibt. Und natürlich habe ich zufälligerweise zu Hause, ich schon seit ein paar Jahren, das Chrompicolinat und um Chrom diesbezüglich und seine anderen wichtigen Wirkungen dieses Spurenelements geht in diesem Video, aber da treffen wir uns dann wieder im warmen Studio. Also bis gleich. Ja, hallo meine Lieben, zurück vom kalten, verschneiten Winter bei minus 8, 9 Grad am Untersberg und einer wunderbaren Skitour hier wieder herinnen in meiner Wohnung, in meinem kleinen Studio. Schön, dass du gerade hier wieder mit dabei bist. Ja, Chrom könnte helfen, Bauchfett oder Fett generell wegzubekommen. Es ist ja so, dass ich die letzten 6 Monate mittlerweile schon 10 Kilo abgenommen habe und einiges an Muskelmasse zugelegt habe. Doch so letzte 1, 2, 3 Kilo am Bauchfett, die da noch so da sind, die bleiben hartnäckig, die wollen einfach nicht weg. Und da hat mir ein Kommentar beim letzten Video sehr, sehr weitergeholfen. Da hat jemand gemeint, er hat so beiläufig durch die Chromeinnahme, die er wegen irgendwas anderem eingenommen hat, gemerkt, dass er plötzlich viel, viel Bauchfett verloren hat. Ja? Hat er mir erzählt und dann konnte ich mich rückbesinnen, genau, da war ja was mit Chrompicolinat und eben Fettreduzierung. Haben mir das jetzt einfach wieder genau angeschaut und wie das in weiterer Folge ganz genau ausschaut, das erfährst du wie immer nach dem Intro. Ja, um es einfach mal gleich vorwegzunehmen, wir sprechen hier in weiterer Folge von Chrompicolinat. Das heißt, dass es hier um das Chrom der Picolinsäure geht. Ja? Und dieses Chrom ist, so wie es einfach mal ausschaut, das am besten bioverfügbare von allen Möglichkeiten. Warum ich gerade jetzt wieder Chrompicolinat einfach sehr, sehr interessiert, ist jetzt mal klar bezüglich dieser Fett-Weg-Geschichte. Doch Chrom hat noch einige andere Wirkungen auf jeden Fall zu bieten. Es ist mal so, dass ein Chrommangel bedeuten kann, dass Insulin den Zucker nicht in die Zellen bringt. Ja? Das heißt also, dass der Zucker in der Blutbahn bleibt und nicht als Energie in den Zellen verfügbar ist. Ja? Und wenn ich keine Energie in den Zellen habe, klar, dann schreien die nach mehr, 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 dann schreien die Zellen, der Organismus, wir brauchen was, weil es ja nicht in die Zellen hineinkommt und so passiert es dann einfach, dass dann diese bösen Heißhungerattacken plötzlich mitten in der Nacht daherkommen. Entweder muss dann eine Tafel Schokolade verputzt werden oder sonst irgendwas Kohlenhydratiges, das sehr, sehr schnell verfügbar ist. Bei mir kommt es leider in den letzten Wochen auch immer wieder vor, dass ich solche Attacken habe, gerade auf Süßigkeiten, auf Schokolade, was wahrscheinlich auch damit zu tun hat, da ich ja sehr viel Kraftsport betreibe, seit einigen Monaten schon meinen Kohlenhydratzufuhr über Getreide drastisch reduziert habe und das schon bedeuten kann, vor allem auch durch die körperliche Betätigung, dass eben wesentlich mehr Chrom gebraucht wird. Also hier muss ich eben ein bisschen aufpassen und werde das einfach auch zukünftig oder eben schon gegenwärtig mit Chrompicolinat ausgleichen. Und es ist ja auch irgendwie ziemlich logisch, ja, wenn eben das Insulin bzw. der Zucker nicht in den Zellen kommt, bleibt in der Blutbahn und irgendwo anders muss er ja dann hin und das meiste wird eben dann in Fett umgewandelt und setzt sich dann an diesen Stellen, die wir nicht wollen, ab. Also hier kann man wirklich dem Ganzen entgegentreten, wenn man hier wirklich schaut, dass man Chrom zuführt, es ist ja, kann wirklich sein, dass man wirklich zu wenig Chrom hat in der Richtung. Also das sollte man auf jeden Fall mal nicht unterschätzen. Es ist auch so, dass Chrom generell auf den Stoffwechsel
wirkt, was sich dann natürlich klarerweise wieder auf eine wesentlich bessere Nährstoffaufnahme und vor allem auch Nährstoffverwertung auswirkt. Ja, weitere Untersuchungen haben auch gezeigt, dass Chrom für mehr Tryptophan, also für die Aminosäure Tryptophan sorgt. Und wir wissen ja, Tryptophan ist für die Serotoninsynthese zuständig. Also wir brauchen, damit wir Serotonin im Kopf produzieren können, brauchen wir die Aminosäure Tryptophan. Was dann eben bedeutet, dass wir dann wieder mehr Glücksgefühle haben. Und wir wissen auch, dass Serotonin das Hungergefühl steuert. Ja? Und wenn wir hier zu wenig Serotonin haben, dann kommt diese Steuerung natürlich durcheinander und sagt dann eben nicht Stopp, wenn genug gegessen wurde und wir essen und wir essen. Und das bedeutet natürlich auch wieder eine Gewichtszunahme, weil wir dann immer Hunger haben. Also hier hängt einfach sehr, sehr viel zusammen. Die Frage ist, ist die Aufnahme von genügend Chrom über die ganz normale Ernährung gewährleistet? Da muss ich für mich eher feststellen, das würde ich klar verneinen. Es ist grundsätzlich ja so, dass Chrom vorwiegend in Vollkornprodukten drinnen ist. Wir wissen, in den raffinierten Produkten, da ist ja nichts mehr drinnen. Ja, da sind ja die ganzen Elemente, Spurenelemente, Mineralstoffe, Vitamine und was auch immer noch alles hinausraffiniert worden. Da ist nicht mehr viel drinnen. Man müsste zum Beispiel ca. 8000 Kalorien von diesen raffinierten Produkten täglich zu sich nehmen, um auf die gewünschte Chrommenge am Tag zu kommen. Und da sind wir ca. bei 50 bis 100. Und das wird sich, denke ich, für die meisten einfach hinter und vor nicht ausgehen. Es werden ja so zwischen 50 bis 100 Mikrogramm, das variiert ziemlich, empfohlen. Und umso älter das man wird, umso mehr sollte man einnehmen. Da sagt man eben dann zwischen 100 bis 300 Mikrogramm Chrom am Tag. Das geht sich, wie gesagt, in den meisten Fällen mit der normalen Ernährung wohl nicht mehr aus. Dazu kommt dann einfach noch, dass Menschen mit erhöhtem Blutzucker das Chrom wieder ausscheiden. Also erhöhter Blutzucker sorgt dafür, dass Chrom sehr schnell wieder ausgeschieden wird, was natürlich in diesem Fall für diese Menschen doppelt blöd ist, da sie ja das Chrom benötigen würden, um Insulin eben in die Zellen zu bringen. Und da könnte man eben schon mal von einer Supplementierung einfach mal sprechen, in Erwägung ziehen. Ich tue es auf jeden Fall schon seit einigen Tagen und ich habe wirklich so das Gefühl, mein Hunger auf Süßes ist um einiges zurückgegangen. Ja, meine Lieben, halten wir also fest, Chrom steigert die Insulinverwertung signifikant, indem es einfach mal dafür sorgt, dass Insulin in die Zelle kommt und dort eben die Glucose in Kohlendioxid umgewandelt wird, also in Energie. Wenn der Körper genügend Chrom bekommt, dann braucht er weniger Insulin und dadurch verbessern sich in weiterer Folge eben auch die Triglycerid- und auch die Blutcholesterinwerte. Das ist eben dann auch mal ein weiterer Vorteil. Weiter kann Chrom helfen, Alterserscheinungen zu reduzieren. Ja, genau, aufgepasst, Alterserscheinungen reduzieren, beziehungsweise sie abschwächen oder eben einfach hinauszögern. Dann, denn es steigert eben die Bildung des Hormons DHEA, was eben dieses Hormon wirkt eben altershemmend. Und wenn der Insulinspiegel zu hoch ist, wird, das hat man herausgefunden, die Produktion von DHEA eben gehemmt, was ergo eben bedeutet, dass wir älter aussehen, als wir vielleicht sind, ist eine Möglichkeit. Ja. Wer außer ich selber sollte noch Chrompicolinat in Erwägung ziehen? Also für wen wäre es denn gut, das einfach wirklich mal auszuprobieren? Da würde ich sagen, Menschen, die generell gern mal Süßes essen, die sich einfach so ernähren, dass Blutzucker immer wieder im roten Bereich ist, also weniger Vollkorn und einfach zu viel an raffinierten Produkten. Und das ist, denke ich, generell so die Mehrheit der Gesellschaft, die sich, so sage ich mal, ganz normal ernähren, die dadurch aber immer wieder einen chronisch erhöhten Blutzuckerspiegel haben und es vielleicht selber noch gar nicht
Wissen. Ja, und natürlich auch vor allem Menschen, die sich körperlich betätigen, egal ob es jetzt durch die Arbeit oder eben durch den Sport ist. Und was auch nicht zu verachten ist oder zu unterschätzen ist, das ist Stress. Ja, Stress ist sowieso ganz ein eigenes Kapitel. Da sagt man immer so lapidar, ja, der Arzt sagt, naja, es ist halt stressbedingt und man denkt sich, naja, okay, ist ja alles nicht so tragisch. Lieben, es gäbe sicher noch einiges zu sagen und wer von euch etwas dazu zu sagen hat, bitte gern in die Kommentare hineinschreiben. Und wenn du diesbezüglich nichts zu sagen hast, dann freue ich mich von dir auf ein Hallo oder sonst irgendwas, was du mir mitteilen möchtest. Also das würde ich wunderbar finden. Und ansonsten muss ich euch sagen oder sage ich euch, Produktempfehlungen, dass ich es gerade noch herausbekomme. Produktempfehlungen gibt es wahrscheinlich, wie meistens, in der Infobox diesbezüglich. Und ja, bleibt mir oder werdet gesund, weil ihr wisst, das ist sowieso das Wichtigste, die Gesundheit auf der körperlichen wie auf der psychischen Ebene. Ja, lasst meine Daumen hoch da und das war's dann auch schon wieder. Ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Geo, Baba, ciao, tschüss und Servus.